Willkommen zurück zum Bundesliga Manager Professional. Ersten 12 Spieltage sind rum. Sind auf einem guten 9. Platz. Nur 3 Punkte entfernt vom neuen Aufstiegsplatz. Gucken diesmal, zu diesem Zeitpunkt zumindest, nicht hier unten rum wie die letzten beiden Jahre. Geldtechnisch haben wir uns gestärkt. Neuen Trikotsponsor haben wir gefunden. Nächsten 2 Jahre zwar nicht so stark, brauchen jetzt aber neue Spieler. Aber der Transfermarkt gibt momentan nichts her. Die wenigen Spieler, die wir haben, sind alle spielberechtigt. Würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt rein gegen Stuttgart. Gucken, was die Schwaben zu Hause so können. Einen starken Schuss haben sie, aber zum Glück nicht so platziert. Aber aus dem 16er raus haben sie die Lücke gefunden. 45. leider dann 1-0. Wie auch wieder, bis jetzt mit keiner Torchance. Liegen dadurch damit auch verdient 2-0 hinten. Bleibt's dabei. Schauen wir mal, noch 10 Minuten. Ja. Stuttgart rutscht da wieder auf Platz 3 hoch. Ich weiß gar nicht, das Geld hatte sogar, war trotz Monatswechsel aber noch so viel. Okay, spielfrei. So, neue Spieler. Ja, okay. Hier ist einiges los. Da können wir mal schauen. Wir brauchen Abwehr und Mittelfeld. Etwas, was nicht so alt ist. Okay. Würde ich sagen, hier den Anderson. 23 Jahre. So, wir probieren es mal mit 700. Wir haben hier nichts zu verschenken. 730. Komm. Scheiße. Egal. Nächstes Spiel probieren. Und Mittelfeld. Zur Not kleinen Kredit aufnehmen. Mittelfeld. Die sind beide Käse hier, oder? Wir haben jetzt hier sowieso schon den Gründel. 31. Jetzt müssen wir nochmal zwei Dinge abwarten. Ah, waren wir jetzt zu geizig? Aber die vorigen Spieler sind auch gefühlt 12 Wochen da drin geblieben. So, die Bremer. Was machen die mit uns? Das war schon mal ein spannendes Spiel. Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, 2 für uns, 3 für Bremen. Aber steht immer noch 0-0. Bremen eingebaut in eine super Form, auch stärker als wir. Ja, wir haben die Fans im Rücken. Fast 29.000. Fast ausverkauft. Da können wir antworten. Nein, und zwar zum Abschluss, aber Robert hält. Noch mehr als 10 Minuten. Immer noch was? Nee, die Bremer, die drücken uns das 2-0 rein. Die Niederlage ärgert mich jetzt weniger, als dass wir den Anderson jetzt nicht bekommen haben. Einiges verletzt hier. Okay.
DFB-Pokal. Nochmal spielfrei. Jetzt gucken wir auf den Transfermarkt in der Hoffnung, dass alle noch da sind. Und? Okay, dafür sind andere Spieler da. Burns. Dann hat er doch Burns. Und da war Burns gar nicht mal so schlecht. $800.000. Soll reichen, oder? 180.000 mehr? Ja. Ja, da wird jetzt einiges kosten. Ne, geht sogar. Sehr gut. Dadurch haben wir die Abwehr verstärkt. Mittelfeld jetzt. Also, wer ist denn der, der aufhört? Gründel. Das ist der mit der 29er Stärke, ne? Okay, gehen wir nochmal durch. Eigenrauch müssen wir jetzt noch verkaufen. Ne, Eigenrauch diese Saison noch nicht, aber Schacht. Was nicht auch hier gucken, kann man die Leute direkt draufsetzen. Aber hier sieht man die Vertragslaufzeit nicht, ne? Vielleicht war jetzt hier der hier 32. Muss ein bisschen hin und her klicken. Wer ist denn jetzt hier verletzt? Okay, Gründel ist verletzt, aber da bleibt eh. Und Schäfer. Hier nochmal. Ja, Gründel. Das heißt, jetzt hatten wir Schacht auf jeden Fall auf dem Transfermarkt. Und der Rest ist dann nicht dringend. Die andere ist ja auch schon alt, aber die haben ja mehr als ein Jahr Vertrag. Okay, Schacht auf dem Transfermarkt. Da wird verschachert. Wen haben wir jetzt eigentlich gekauft? Ach, der Burns. $750.000, ja, wird unser neuer Abwehrchef. Haben wir noch 840.000 und im Mittelfeld war jetzt nichts Interessantes dabei, oder? Zu alt, zu mies. Sturm. Müssen wir uns diese Saison keine Gedanken machen. Ist auch nicht. Ja, das war viel zu einfach. Ein Pass, einmal rüber geschippt und der ist drin. Nee, so funktioniert das hier nicht. Muss ich die Abwehr vielleicht mal einspielen? Ich bin schon mal froh, dass wir die Finanzen jetzt geregelt haben. Das heißt, dass wir uns das wirklich nach und nach stärken, wir den Kader auch aufbauen können. Wir sind hier lange Zeit auch der Kohle hinterhergelaufen. Jetzt seit dieser Saison machen wir mal wieder kontinuierlich Plus. Da konnten wir uns gut auffangen. Ja gut, einige Spielerverkäufer, tat auch weh. Gegen Braunschweig zu Hause. Ja, die Braunschweiger machen nur Druck. So ein Heimsieg wäre jetzt mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt auswärts so viele Punkte haben liegen lassen. Ja, mit 10 Mann hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Vielen Dank, dass ich jetzt gucken darf. Wir haben eh einen dritten Stürmer, okay. Unsere zweite Chance. Ja, schade. Kriegen wir noch eine Chance? Nein, bleibt beim 0:0. Ja, Braunschweig auch stark. Keiner Schacht kaufen. Das ist doch super. Saarbrücken. Schauen, wie stark die hier sind. 2023. Hauen wir mal eben Bayern aus dem Pokal. 62er Stärke, ja. Wird mit einer zu den stärksten Mannschaften der Ligen. Liga. Dann sind wir noch auswärts. Können wir uns mit dem 0:0 ja noch glücklich schätzen. Rote Karte wäre. Guck mal, für eine Zehntelsekunde nicht hin. Mittelfeldspieler. Linksfuß, links, rechts. Zwei Spiele und vier Spiele gesperrt. Ja. Nicht zufrieden mit dem Punkt. 1. November, spielfrei. Geld ist da, wir wollen es ausgeben. Weil der Winter wird auch so wieder teuer genug, ne? Da gehen auch immer ein paar hunderttausend drauf. Unter 20.000 Pforzheim. Ah, ja, ja, das kann auch wieder nur peinlich für uns werden. Guck mal, Elfmeter vergeben wir schon. Nachtweih, Platzwunde am Kopf. Ja, wir kennen das Spiel. Ja, ja, mit dem Kopfball. Er macht das Giesiges. Nachsetzen. Ne, konnten sie weit genug rausklären. Naja, ja, aber ein 1:0 ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich. Ah, da ist es gut. Bisschen Sicherheit drin. 2:0. Punkte. Noch zwei Spieltage, dann ist die Dings vorbei. Okay, Havelse. Ist an Schacht interessiert. Geht die Meldung vielleicht auch dann irgendwann mal raus? Hier wird es nicht sein. Doch, immer noch 400.000. So einen alten Knacker. Schwachen auch noch. Verkaufen. Wird nicht besser, ne?
Besser so. Als nur zu zehnt. Und Bonner, die waren doch auch nicht stark. Könnten wir jetzt auch mal vielleicht mal einen Auswärtssieg einkassieren. Auch wenn wir nicht gerade mit unserer Bestbesetzung spielen. Oh, was für ein Pass. Oh, gut. Dass seine Kollegen ihn da jetzt rausgerissen haben. Ah, okay. Schickt sogar ein Tor dadurch. Mein Gehab kommt noch 15 Minuten. Ja, aber Bonn drückt. Und zu 1. Ärgerlich. Nochmal spielfrei. Okay, da haben wir jetzt ein paar neue drin. Holger Fach. Uiuiuiuiuiui, ein 20-jähriger Schütterle. Habe ich gedrückt. Aber ja, will ich auch. Mittelfeldspieler, ja. Komm schon. Er ist zu viel, ne? Okay, nimmt er aber. So, für 4. Oh, das geht sogar auch. Nein. So, jetzt vielleicht, also was heißt vielleicht? Ein Abwehrspieler. Wenn Geld übrig ist. Wie sieht es denn hier aus jetzt? Ja. Auch jetzt hier. Die automatische Aufstellung wieder machen hier. 3-4-3. Nee, lass die ruhig mal an. Ich aktiviere nicht. Zack. Ja, bis auf Schäfer. Wenn wir können. Ihn vielleicht noch jetzt mal verkaufen. Ansonsten der doch noch immer noch ein Abwehrspieler, ne? Abwehrspieler ansonsten hier noch frühzeitig hier Gründel verkaufen. Ne, Gründel nicht. War früh. Ja. Ansonsten Trainingslager Stadion. Okay, gegen Hertha holen wir nächstes Jahr nach. Weiterhin spielfrei. Gebt uns jetzt einmal eine Einnahmequelle. Zwei Spiele jetzt erst nächstes Jahr, okay. Bringt wieder Baustelle bei uns. Schäfer möchte verlängern. Ist gut oder schlecht? Nee. Boah, okay, so ein Topverdiener, ne? Aber ist auch nach unseren Torhütern aber auch. Okay, doch, im Sturm war noch gute. Ja, packen wir erstmal mit drauf. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Ja, warte mal, bei den Verträgen sehe ich es besser, dass wir jetzt nicht doch noch einen verkaufen müssen. Iglesias 31.
32, 32. Ja, Gründel geht schon. Und hier haben wir alle noch mindestens 2 Jahre Vertragslaufzeit. Okay. Ja, schade. Geht uns knapp 1 Million gefühlt, wenn wir in Heimspielen bekommen hätten. Gut. Letzter Spieltag bei der Winterpause. Versuchen wir hier mal zu schauen. Was haben wir jetzt? 100.000 durch den Monatswechsel. Sind die alle? Bis auf Schäfer, ne? 28. Auch wieder nachholen, okay. 3 Spiele nachholen. Geht eine harte Saison. Eine harte Rückrunde. Okay, wir sind auf Platz 14. Und 3 Nachholspiele können theoretisch 6 Punkte holen. Und wieder auf den 9. Platz hoch. Gut, gucken wir mal, was in der Winterpause passiert. Wenn überhaupt was.